Herzlich willkommen zu Jakob Johnson on the Road. Willkommen zu meinem ersten Video, das ich hier einfach mal on the road selber aufnehme. Mal sehen, wie das Ganze wird. Genau, ich bin gerade in Florida bei Bomberitos, wieder am Trainieren, Offseason. Wer die letzten Jahre auf YouTube mit dabei war, weiß, wie der Hase läuft. Wir haben uns aber seit What Happens in Vegas nicht mehr ausführlich gesprochen und seit dem Hype House in Vegas gab es ja auch keinen Content mehr auf YouTube. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich nehme einfach mal das Mikro in die Hand, ich melde mich ein bisschen bei der Community, nehme euch ein bisschen mit behind the scenes. Ja, was ist passiert? Was war eigentlich los dieses Jahr? Was ist der Plan? Wie sieht's aus? Eine Frage, die ich sehr viel kriege, ist, hey, wo spielst du nächstes Jahr? Wie geht's bei dir weiter? Und die Fragen habe ich heute für euch die Antwort. Ich fange damit an. Wie lief's letztes Jahr? Was war los? Was ging ab? War bei den Raiders. Wer das Monday Night Game gegen Detroit angeschaut hat, hat gesehen, dass ich mich mit einer Concussion selber rausgeschossen habe. Ich war danach 2 Wochen down. Als ich zurückgekommen bin, hat sich bei uns im Team einiges verändert. Ein neuer Head Coach ist gekommen. Coaching Staff wurde wild durchgemixt. Die Raiders haben sich dann entschieden, mich zu releasen. Ich war also für ein gutes Wochenende arbeitslos. Wurde dann zurückgesigned auf dem Practice Squad, war für das nächste Spiel auch schon wieder aktiv auf dem Feld und habe es zum Ende der Season geschafft, mich wieder zurück in den 53er-Kader reinzuboxen, reinzukämpfen. Ich kann dafür nicht den ganzen Credit alleine nehmen, Mann. Ich hatte einen super Positionscoach, Kenny Polamalu, der sich, glaube ich, sehr viel für mich eingesetzt hat und dem ich das Ganze auch hoch anrechne. Wir hatten bis zum Schluss wirklich die Hoffnung, noch in die Playoffs zu kommen. Ja, wer unsere Season mitverfolgt hat, wir hatten einen meiner geilsten Football-Momente in Kansas City an Weihnachten. Ein Division-Rival in einer feindlichen Crowd. Eine Mannschaft, die die Raiders nicht mag. Eine Mannschaft, die ich persönlich einfach immer schon schlagen wollte. Mit dem amtierenden Super Bowl-Champion. Und wir haben die in ihrem eigenen Stadion schlagen können. Hatten dann echt nochmal die Chance, mit ein bisschen Glück in die Playoffs reinzurutschen, wenn wir die ganzen restlichen Spiele gewinnen. Und haben dann aber in Indianapolis gegen die Colts verloren. Marcel Dabo, seine Jungs. Und war das Ganze ein Heimspiel? Digga, es kann auch sein, dass es ein Heimspiel war. Either way goes. Wir hätten die Colts schlagen müssen, um überhaupt rechnerisch eine Chance zu haben. Haben das aber nicht geschafft. Dann ist immer so ein Knackpunkt. Ja? Also wenn du eine Mannschaft hast, die rechnerisch von den Playoffs eliminated ist. Ich zieh mal meine Man in Black Sunglasses ein bisschen hoch. So, dann kann es sehr schnell passieren, dass die Mannschaft ein bisschen auseinanderbricht. Und ich glaube, da war echt ein riesen Credit an die ganzen Leader, die wir im Lockerroom hatten, an die Coaches auch, dass wir es geschafft haben, für das letzte Spiel einfach zu sagen, hey, es ist mir ganz egal, was passiert, Playoffs-mäßig, wie es für mich persönlich weitergeht. Ich will mit der Truppe einfach noch einmal gewinnen. Und wir sind da rausgegangen, haben unser letztes Regular-Season-Spiel auch noch gewonnen. Da ging es um nichts mehr. Also da ging es nur noch um die Ehre und das Gefühl, dass du mitnimmst in die Off-Season. Ja, Mann, aber das war mein letzter Moment mit den Jungs hier in Vegas, bevor es eben für mich Richtung Free-Agency ging. Ich bin jetzt in einer Situation karriereweise. Ich war auf einem Ein-Jahres-Deal. Der läuft jetzt mit dem neuen League-Year ab. Das Jahr in der NFL endet immer erst im März. Das heißt, ab März bin ich Free Agent. Und als Free Agent weißt du immer nie, wie die Karten fallen. Ja? Also es kann sein, dass Vegas sich entscheidet, mich zurückzubringen. Es kann sein, dass ich wo ganz anders lande. Was ich mir aufgeschrieben habe hier als Free Agency. Free Agency als Spieler heißt immer Umzug, Unsicherheit, Umstellung. Es kann ein neues Kapitel sein, kann dir neue Energie bringen, aber du weißt halt nie, wo du am Ende landest. Ich bin nach der Season, die ja für mich echt durchwachsen lief. Also ich war verletzt, wurde released, dann wieder zurück. Alle Hoffnungen auf die Playoffs noch da, du kämpfst, schaffst es am Ende knapp doch nicht. Nach dem emotionalen Rollercoaster habe ich gesagt, hey, ich nehme jetzt ein bisschen Zeit für mich. Ich bin nach Mexiko gegangen, ich habe eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer gemacht. Yoga ist was ich seit meinen Zeiten bei den Patriots mit Matthew Slater immer schon auf dem Schirm habe. Aber wo ich jetzt mal gesagt habe, hey, ich will da echt mal tiefer rein in dieses Thema. Und die Zeit da in Mexiko, was ich dort gelernt habe, hat mir echt die Augen geöffnet und mir eine neue Perspektive gegeben. Ja, ich bin immer noch dabei, das Ganze
in meinen Alltag zu integrieren. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Wer das Hype House angeschaut hat, hat gemerkt, hey, von der Ruhe von einem Yoga-Lehrer war da nicht mehr viel übrig, Mann. Ja, aber es ist was ich die nächsten Wochen und Monate euch da draußen auch noch mehr mitgeben möchte. Ja? Die ganzen Lektionen, die ich da gelernt habe und die Dinge, die ich versuche in meinem Leben zu cultivaten. Wie affected ist meine Free Agency? Viel Sorgen kommen auf. Du weißt nicht, wo du im nächsten Jahr spielst, ob und wo und wie es weitergeht. Du musst einen Umzug organisieren, du musst dein ganzes Zeug zusammenpacken, das Ganze irgendwo hinstecken. Du musst schauen, dass du trainierst und dass du das Ganze auch noch nach außen projizierst, dass Teams wissen, hey, der Junge hält sich in Shape, der ist ready. Wenn wir ihn anrufen, wissen wir, was wir bekommen. Die ganzen Dinge musst du eben navigieren. Und dazu kommen die Fragen von Freunden, von Familie, wie es weitergeht. Alles, was Familienplanung technisch ansteht, ist auch erstmal auf Hold. Ja, du weißt ja nicht mal, wo du im nächsten Jahr wohnst. Das heißt, groß Pläne machen kannst du eigentlich für gar nichts. Mir hilft das Yoga dabei, cool zu bleiben. Was um dich rum passiert oder wie du das Ganze wahrnimmst, ist immer auch ein Spiegel von dem, was bei dir innen drin gerade abgeht. Das heißt, klar, es kommt einiges auf mich zu, einiges an Umstellung. Sachen werden sich verändern. Wenn ich jetzt verkrampft darüber nachdenken und versuchen an den Dingen festzuhalten, so wie sie davor waren, mache ich mich hier selber verrückt. Ich denke, wie ich das Ganze approache, ist mit einem offenen Mindset. Also ich nehme die Tage so, wie sie kommen. Ich freue mich jetzt erstmal auf die Vorbereitung hier bei Bomberitos. Ja. Diese Super Bowl-Woche war echt stressig, also von Hype House zu den ganzen anderen Medienterminen. Klar war doch viel Spaß dabei, aber ich freue mich jetzt einfach hier in Florida zu sein, jeden Tag so gestalten zu können, wie es mir gefällt. Also ich habe hier Tage, die ich komplett selber entscheiden kann, was passiert. Also ich stehe morgens auf, ich mache mein Yoga, dann gehe ich zu Bomberitos, trainiere da, mache Faxen mit den Jungs, die dort auch trainieren. Gehe danach hier an den Strand, mache meine Meditations, arbeite an meinen Projekten, alles, was so liegen geblieben ist über die Season. Ich habe noch einen Stapel an Post, so einen Stapel an Briefen, den ich bei mir zu Hause noch aus dem Briefkasten genommen habe, den ich noch aufmachen muss. Ich habe E-Mails und da sind auch einfach viele, viele spannende Projekte dabei, viele Sachen, die in der Season liegen bleiben, die ich jetzt ein bisschen aufarbeiten kann. Und auch einfach Personal Development, ja, also du willst nicht gleich bleiben. Ich will nie derselbe Spieler nächstes Jahr sein, der ich letzte Season war. Ich will nie dieselbe Person sein, die ich letztes Jahr war. Das heißt, Bücher lesen, an Skills arbeiten, die ich in mein Game einbauen kann. Das sind alles Dinge, wofür jetzt die Zeit ist. Es ist noch früh in der Offseason. Viele Jungs fangen so früh noch gar nicht an zu trainieren. Aber mir macht das ehrlich gesagt Spaß und mir hilft dieser Prozess, also jetzt anzufangen, jetzt schon ins Training einzusteigen, dass die Stimmen hinten im Kopf, die sich Sorgen machen, die sich vielleicht stressen, dass die alle ein bisschen leiser werden und sich beruhigen, weil ich eben weiß, hey, ich weiß nicht, wie diese Nummer hier ausgeht. Ich weiß noch nicht, wo ich nächstes Jahr bin, wie es weitergeht, aber ich mache jeden Tag einfach die Dinge, die ich weiß, dass sie die richtigen Dinge sind, um mich weiterzuentwickeln als Spieler und als Mensch. Und den Rest gebe ich einfach auf und lasse das Universum entscheiden. Am Ende des Tages ist es nicht meine Entscheidung, wer mir eine Opportunity gibt, ob diese Opportunity kommt, wo diese Opportunity kommt. Ich kann jeden Tag nur leben zu meiner besten Ability. Und das meiste aus meinen Tagen rausholen und das werde ich machen. Genau, und dann, ich habe noch viel diese Offseason vor. Ich habe noch einige exciting Momente, die auf mich zukommen. Egal, wie es bei mir persönlich weitergeht oder wann dieser Anruf kommt. Wir haben das Kids Camp wieder in Deutschland, worauf ich mich freue. Ich war jetzt diese Offseason noch gar nicht in Deutschland. Das heißt, Familie besuchen, Freunde besuchen, Energie aufladen und auch ein bisschen was zurückgeben. Also wieder was zurückgeben an die jungen Talente in Deutschland. Da freue ich mich ehrlich gesagt richtig drauf. Ich habe hier noch eine Sache. Und zwar in meinen ganzen Travels jetzt, in meinen Meditations, hatte ich eine Realisation. Und zwar, mir ist klar geworden, hey, ich habe die letzten 5 Jahre zwar Football gespielt auf einem hohen Level und auch performt, aber ehrlich gesagt habe ich das Ganze nicht auf meine Art und Weise gemacht. Ich habe viel das getan, was mir von anderen Leuten geraten wurde, was ich gedacht habe, was ich tun muss.
um den Coaches und dem Standard zu entsprechen. Ich habe aber gegen Ende dieses Jahr gelernt oder realisiert, dass ich Football auch auf meine Art und Weise spielen kann. Jeder von uns hat eine individuelle Energie. Also ich will nicht zu spirituell werden. Leute nennen es auch deine Seele. Und wenn du, was du tust, damit infusen kannst, ja, so wenn du irgendwie einen Tee hast und du machst so Mango-Infusion, ich will Football mit Jakob-Infusion spielen. Ja. Nochmal Credit an meinen Positionscoach und auch AP, der neue Headcoach von Raiders, der hat an Tag 1 gesagt, hey, be you. Das klingt vielleicht simpel und stupide, aber wenn du eine Mannschaft hast an Leuten, die jeder ihre Essenz wirklich in das reinstecken, was sie tun, dann hast du die Chance, was wirklich Spezielles zu machen. Und ich glaube, ich habe die letzten 5 Jahre noch zu viel von mir selber zurückgehalten. Ich glaube, ich kann noch offener sein, noch authentischer sein, noch mehr von mir selber zeigen. Und ich glaube, dass es immer den Leuten um dich herum hilft. Sei es deine Freunde, deine Familie, deine Teammates im Football-Kontext, die Community, die ihr da draußen, die hier zuschaut und die das Ganze interessiert. Das heißt, mein Commitment für dieses Jahr und für meine nächste Opportunity ist, dass ich noch mehr von mir selber geben möchte. Ich möchte Football in meiner nächsten Opportunity wirklich auf meine Art und Weise spielen, ohne mich dafür zu schämen, dass ich vielleicht verrückte Sachen mache, dass ich extra Workouts mache, dass ich barfuß in die Facility laufe, ohne mir einen Kopf darum zu machen, wie das Ganze vielleicht von anderen interpretiert wird. Nur so kannst du am Ende des Tages stolz darauf sein, was du getan hast. Egal, was du erreichst, wenn du das nur erreichst, indem du eine Rolle spielst, ist alles, was du dadurch erreichst, am Ende des Tages bedeutungslos. Genau. Das heißt, das ist mein Outlook ein bisschen. Das sind so meine rohen Gedanken zu Free Agency. Das Leben wartet nicht. Das Leben wartet nicht. Ich habe immer irgendwie gedacht, irgendwann kommt eine Zeit, wo alles ein bisschen langsamer wird, wo ich das Ganze aufarbeiten kann. Aber ich merke immer mehr, das Leben wartet nicht, Mann. Das heißt, die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Für alles. Das heißt, bleib gespannt, wo die Reise hingeht. Es klingt vielleicht alles noch ein bisschen wie ein paar wirre Gedanken, aber ich hoffe, dass über die nächsten Wochen und Videos ich das Ganze noch besser strukturieren kann und euch auf diese Reise hier mitnehmen kann. Minimum könnt ihr gespannt sein auf interessante Aufnahmespots. Ich werde euch einfach on the road dabei haben, egal ob es am Strand ist oder im Hotel. Wenn es ein Thema gibt oder Fragen, zu denen ihr gerne mehr wissen wollt, schreibt mir das Ganze in die Kommentare. Ich werde mir das Ganze durchlesen und ich melde mich bei euch wieder. Bis dahin. Peace.